Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen, meine Herren! Wissen Sie, Frau Werner, Frau Rüffer, Sie bringen eine Schärfe in der Debatte, die uns nicht weiterhilft. Ich glaube auch, dass es unangemessen ist, sich zum Sprachrohr der Behinderten zu machen. Die können das ganz gut selber. Und ich glaube auch, dass es da sehr unterschiedliche Interessen gibt und viele würden sich dagegen verwahren, von Ihnen in dieser Art vertreten zu werden. Es geht auch nicht darum, Protest möglichst laut zu formulieren. Es geht darum, ein besonders gutes Gesetz hier aufzulegen. Und ich weiß nicht, es wird hier ein Bild gezeichnet, als würden überall in den Ministerien und in den Parlamenten Menschen sitzen, die nichts anderes im Sinn haben, als Menschen mit Behinderungen das Leben schwer zu machen. In welcher Welt leben Sie denn? Was haben Sie denn für ein Menschenbild, meine Damen und Herren? Es ist völlig unbestritten, dass wir es hier mit einem schwierigen Gesetz zu tun haben. Es ist ein sehr großes und umfangreiches Gesetz. Es gibt viele Betroffene. Wir haben mehr als 700.000 Empfänger von Eingliederungshilfe in Deutschland. Und es geht um eine ausgesprochen wichtige Sache. Und die Sache ist auch zu wichtig, als dass man sie dafür nutzen würde, einfach nur politischen Profit daraus zu schlagen. Was wollen wir mit unserem Gesetz erreichen? Eine ganze Menge. Wir wollen den inklusiven Arbeitsmarkt vorantreiben. Wir wollen Bürokratie abbauen. Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe sicherstellen. Wir wollen den Zugang zu Leistungen ebnen. Wir wollen die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung garantieren und die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben stärken. Das alles sind völlig berechtigte Erwartungen im Übrigen, weil es ja auch keine Sonderwünsche sind, sondern viele Dinge betreffen, die für Menschen ohne Behinderung der Normalfall sind. Und trotzdem ist es so ein schwieriges Gesetz, und die Gründe dafür kennen wir, und sie wurden hier in der Debatte ja auch schon diskutiert. Es geht um Geld und um Zuständigkeiten, und es geht eben nicht einfach um den Behinderten, um die Behinderten, sondern es geht um Menschen mit sehr, sehr spezifischen Bedürfnissen. Es geht um viele Einzelfälle, und es macht es im Übrigen auch den Sachbearbeitern, die auch keine bösen Menschen sind, in den Ämtern, in den Sozialverwaltungen oft zu schwer. Und auch Ermessensentscheidungen sind keine Willkürentscheidungen, sondern sie werden immer auch mit Blick auf den Menschen getroffen. Viele reden bei diesem Gesetz mit, auch völlig zu Recht, der Bund und die Betroffenen, die Länder und die Leistungserbringer, die Kommunen, die kirchlichen Verbände. Die Aufgabe ist eine wirklich schwierige, aber ich bin ganz sicher, wir werden sie lösen. Und es wird, wenn wir dieses Gesetz verabschiedet haben, vieles, vieles besser werden, weil ja auch vieles besser werden muss. Was sind die Themen, die uns beschäftigen? Da ist zum einen der Begriff der Behinderung. Was ist eigentlich Behinderung, den wir neu definieren wollen im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention? Und damit zusammenhängend auch die Definition, wer eigentlich Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen soll. Ausdrücklich, das wurde schon erwähnt, soll es keine Ausweitung des Personenkreises geben. Es soll aber auch ausdrücklich keine Einschränkung des Personenkreises geben. Und die stoische Wiederholung dessen macht die Behauptung eben nicht wahrer. Wir haben momentan diese 5-aus-9-Regelung im Gesetz stehen. Die ist heftig umstritten. Das entgeht niemandem. Und wir müssen im parlamentarischen Verfahren überlegen, wie wir diesen Befürchtungen entgegentreten können. Denn auch wir wollen alle, dass jeder in Zukunft, der Eingliederungshilfe braucht, diese Eingliederungshilfe auch bekommt. Die Kollegin Reimann hat schon darauf hingewiesen, das muss erst 2020 letztlich wirklich festgezurrt sein. Und deswegen haben wir auch noch Zeit, möglicherweise altes und neues System noch parallel laufen zu lassen, zu evaluieren und zu schauen, wo es Verwerfungen geben kann. Bisher waren die Erfahrungen so, dass diese 5-aus-9-Regelung eigentlich funktioniert. Aber wir werden den Befürchtungen da auch entgegentreten und alles tun, um an diesem Punkt Ängste auszuräumen. Ein ganz wichtiger Punkt im Gesetz, und ich meine weithin unterschätzt, ist das Teilhabeplanverfahren, vielleicht sogar eine der wichtigsten Errungenschaften. In Fällen, in denen mehrere Reha-Träger mit einem Betroffenen befasst sind, müssen die sich untereinander einigen, sodass
der Antragsteller Leistungen nicht aus einer Hand, aber wie aus einer Hand bekommen kann. Ein Kernanliegen vieler Betroffener, die Bürokratie einzudämmen, auf Augenhöhe mit den Leistungsträgern ins Gespräch zu kommen. Auf Wunsch kann es Teilhabekonferenzen geben. Ich meine, das ist ein ganz großer Schritt hin zu mehr Selbstbestimmungsrecht, hin das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen sicherzustellen. Wir werden auch die unabhängige Beratung stärken, weil dieses Gesetz auch mehr Beratung erfordert. Da gibt es mancherorts sehr unterschiedlich in den Ländern auch Nachholbedarf. Und wir wollen auch darauf achten, dass wir die Kompetenz der Betroffenen selber hereinholen, mehr Peer-to-Peer-Beratung und gleichzeitig verhindern, dass es Doppelstrukturen gibt. Dort, wo die Beratung schon sehr gut funktioniert, wollen wir darauf auch aufbauen, damit in Zukunft jeder Betroffene auch weiß, worauf er Anspruch hat und wie er an seine Rechte kommt. Ein wichtiges Anliegen ist uns, die Teilhabe am Arbeitsleben vielfältiger zu gestalten. Hier gibt es viele Neuerungen und viele, viele Verbesserungen. Auch hier reagieren wir auf die UN-Behindertenrechtskonvention und die Staatenprüfung. Dabei wollen wir ausdrücklich bewährte Strukturen erhalten und damit auch den Menschen in den Werkstätten zum Beispiel Sicherheit geben. Aber wir wollen eben auch das Spektrum erweitern und alternative Leistungsanbieter zulassen neben den bewährten Werkstätten mit einer größeren Angebotsvielfalt. Das soll den Leistungsberechtigten Wahlfreiheit eröffnen. Und es ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass diese Angebotsvielfalt nicht zu einer qualitativen Verschlechterung führt. Darauf werden wir im parlamentarischen Verfahren achten. Gute Erfahrungen wurden in einigen Bundesländern schon gemacht mit dem Budget für Arbeit, einem dauerhaften Lohnkostenzuschuss, mit dem der Mensch mit Behinderung zu seinem Arbeitgeber gehen kann und so auch der Schritt erleichtert wird auf den ersten Arbeitsmarkt. Dieses Budget für Arbeit wollen wir bundesweit verankern. Ein Thema, das sehr im Zentrum der Debatte stand von Anfang an, war die Anrechnung von Einkommen und Vermögen, wenngleich dieser Teil, der teuerste am Gesetz wird, gar nicht so furchtbar viele Menschen betrifft. Aber er hat hohen Symbolwert. Raus aus dem Fürsorgersystem, das ist eine Kernforderung. Und ab 2020 werden wir in der Tat ein völlig neues Finanzierungsmodell einführen, dass keine detaillierte Darlegung der finanziellen Verhältnisse mehr erfordert. Betroffene können dann ohne großen Aufwand erkennen, was sie selber zu der Eingliederungshilfe beitragen müssen, abhängig vom Gesamteinkommen. Und dann müssen auch nur noch die einen Eigenbetrag leisten, die mindestens ein durchschnittliches Arbeitseinkommen oder mehr erzielen. Und auch beim Vermögen wird der Deckel angehoben von heute 2.600 Euro auf 50.000 Euro. Ein Riesenschritt. Dass das von vielen als Heiratshindernis empfundene Heranziehen des Partner- oder Ehegatteneinkommens wegfällt, wurde ebenfalls schon erwähnt. Die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben sollen gestärkt werden mit dem Bundesteilhabegesetz. Es soll mehr Ansprüche auf Fortbildung und auf Freistellungen geben und auch die Werkstatträte werden in ihrer Arbeit gestärkt. Ein ganz mir wichtiger Punkt ist die Verankerung der Komplexleistung Frühförderung, jetzt bundesweit. Ein riesen Fortschritt für betroffene Familien, die gerade, wenn sie ein Kind mit Behinderung haben, andere Sorgen haben, als zu verschiedenen Reha-Trägern zu laufen. In Bayern wird das seit vielen Jahren sehr erfolgreich praktiziert. Und es ist ein wirklich guter Punkt im Bundesteilhabegesetz. Mit Modellvorhaben zur Prävention wollen wir schauen, dass überhaupt nicht mehr so viele Menschen in die Eingliederungshilfe rutschen. Und dann gibt es, viel diskutiert, die Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflege, die auf uns zukam, im Wesentlichen deswegen, weil durch das Pflegestärkungsgesetz 3 es in der Pflege Teilhabeelemente gibt und sich die Leistungen von Eingliederungshilfe und Pflege so weit annähern können, dass man eine Abgrenzung vornehmen muss. Und ich weiß auch, dass es die Befürchtung gibt, dass junge Menschen dann nicht mehr in der Eingliederungshilfe behandelt werden, sondern womöglich in der Pflege landen, wo sie natürlich nicht hingehören, Frau Rüffer, und das will auch keiner. Und deswegen werden wir das auch klarstellen.
brauchen Sie auch nicht mehr wiederholen, will kein Mensch. Das Poolen von Leistungen, auch dieses ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir reden können. Es geht um Zumutbarkeit und um Zustimmung. Wann dürfen Leistungen für mehrere Personen gebündelt erbracht werden? Ein Knackpunkt in der Debatte, weil es hier tatsächlich um Geld geht und weil völlig zu Recht die Betroffenen sagen, hier ist auch mein Selbstbestimmungsrecht tangiert. Deswegen ist es ein wirklich wichtiger Punkt. Es geht ums Wunsch- und Wahlrecht. Und auch wenn stoisch behandelt wird, es würde da ums Wohnen gehen, dann reicht ein guter und eindringlicher Blick in den Gesetzentwurf, um zu sehen, nein, es geht nicht um Poolen im Wohnenbereich. Das ist nicht die Absicht des Gesetzgebers. Dieser kleine Einblick macht vielleicht deutlich, es gibt viele Neuerungen, viele Verbesserungen im vorliegenden Gesetzentwurf und entsprechend, weil es so viel ist, auch viele Unsicherheiten. Ich habe im bisherigen Prozess, das mögen Sie anders wahrgenommen haben, allerorten den guten Willen zur Kenntnis genommen, ein wirklich gutes Gesetz auf den Weg zu bringen, das den Menschen mit Behinderung das Leben in unserem Land leichter macht. Und ich persönlich habe noch das große Anliegen, dass die in diesem Diskussionsprozess, die eben nicht nur laut formulieren, sondern die vielleicht überhaupt nicht in der Lage sind zu formulieren, die vielleicht überhaupt nicht in der Lage sind zu demonstrieren, die sich vielleicht gar nicht artikulieren können, dass wir die bei diesem Gesetzgebungsprozess besonders im Auge behalten. Meine Damen, meine Herren, ich freue mich auf die Beratungen und ich bleibe zuversichtlich und ich bin ganz sicher, wir kriegen das hin. Dankeschön. Die Kollegin Kerstin.